okay, Jungs, unser erster Termin ist, wenn wir hier drin fertig sind, also in einer Viertelstunde um 14 Uhr, unten Fotos mit Bernard. Und danach machen wir einen großen Roundtable. Und da sind Hit Machine und Star Academy und. Also alle großen Pressesachen. Und danach ist Lunchbreak, also das ist erstmal der erste Block, den wir haben. Juhu, kann ich mein Frühstück essen. Es ist immer noch schön, in neue Länder mal zu reisen und mal neue Sachen zu sehen und so weiter. Obwohl wir ehrlich sagen müssen, dass wir ganz, ganz wenig nur davon sehen. Also meistens sind es wirklich nur die Hotels oder die Autos und die Flughäfen. Also von daher macht es oft keinen Unterschied, ob man jetzt in Deutschland, Frankreich oder sonst wo ist, weil man das oftmals gar nicht sieht. Ja? Also, aber wenn wir irgendwie Zeit haben, dann ist es auf jeden Fall schön, das zu sehen. Wie hier zum Beispiel, wir sind jetzt wirklich direkt hier am Wasser und können rausgucken und haben auch mal ein bisschen Zeit, abends ein bisschen rumzulaufen und so. Das sind dann immer so die schönen Sachen, da freut man sich auf jeden Fall drüber, also das ist auch nicht normal. Ach, das kann so ruhig weiter. Jeder weiß ja, dass man irgendwie nicht perfekt ist und dass Georg, bevor ich 10 Stunden Make-up hatte, auch scheiße aussah und das danach immer noch halbwegs tut. Und von daher ist es, glaube ich, nicht so ein Geheimnis. Also jeder hat ja irgendwie so seine Fehler und das ist natürlich auch bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Also sprich bei uns und bei allen anderen, die morgen bei den Energy Awards auch sein werden. Ja, jeder ist letztendlich nicht perfekt so. Ja, also ist ganz normal, glaube ich. Habt ihr eine Lektion gelernt aus dem ganzen Tumult, der um euch gemacht wird in den letzten 2 Jahren? Das ist auf jeden Fall so. Man lernt jeden Tag und ich glaube, wir können uns eigentlich extrem glücklich schätzen, dass wir so jung angefangen haben und wirklich so schon mit 15 so einen Einblick in das ganze Musikgeschäft hatten, in die Plattenfirmen und was das für Assis sein können und so. Also Schlagt ihr Hotelzimmer zusammen und sowas? Ja, das hat ja damit nichts zu tun, ne? Also, wenn du bezahlst, ich wollte gerade sagen, wir brauchen da immer so Sponsoren, so, dann würden wir das auf jeden Fall auch machen, weil es macht bestimmt Spaß. Energy wird das bezahlen, das nächste Mal. Okay, sehr gut. Okay, wo schreiben wir jetzt Autogramme? Da hinten, weißt du, da siehst du die Fans. Ja.